Der Sommer gehört den Cabrios. Die wollen aber richtig gepflegt werden. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit ans Auto. Aktuell haben wir schwer mit Pollen und Baumharz zu kämpfen. Und euer Auto sieht dann ganz gern mal so aus. Das Allerwichtigste ist, dass ihr ein stark verdrecktes Verdeck niemals öffnen dürft. Hier dieser ganze Staub und Sand, der sich darauf befindet, würde Scheuerstellen auf dem Verdeck bilden, wenn ihr es zusammenfaltet. Und das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen natürlich, dass das Verdeck so lange wie möglich gut hält und dicht ist. Alles Weitere zeige ich euch bei der Waschstraße und zu der fahren wir jetzt hin. Also einsteigen und loslegen. Cabrio-Verdecke sind sehr empfindlich, deswegen ist die Handwäsche die schonendste Alternative, euer Cabrio zu reinigen. Wem das alles zu lange dauert oder auch einfach zu faul ist, der kann auch mal eine Waschstraße benutzen. Hierbei solltet ihr aber dringend darauf achten, dass diese Waschstraße Textil- oder Schaumstoffstreifen zur Reinigung benutzt. Außerdem sollte auf ein Waschprogramm mit Wachs verzichtet werden. Ebenfalls empfiehlt es sich, die Reinigungsprodukte eines Herstellers zu verwenden, damit die Pflegestoffe optimal aufeinander abgestimmt sind. Heute werden wir die Produkte von Liquid Moly verwenden. Niemals dürft ihr Haushaltsreiniger an eurem Fahrzeug verwenden. Gerade das Stoffverdeck würde durch die Inhaltsstoffe und die Fettlöser von Haushaltsreiniger extrem beschädigt werden. Beginnen wir mit der Reinigung des Cabrios. Als allererstes sollte der grobe Schmutz und Sand vom Verdeck entfernt werden. Hierzu eignet sich am besten eine weiche Bürste mit Naturhaaren. Und ganz wichtig ist, kommt mal näher ran, immer in Richtung des Gewebes zu arbeiten. Also in dem Fall schön von vorne nach hinten. Einmal das komplette Verdeck abbürsten, dann kann es auch weitergehen. Hierbei gilt natürlich zu beachten, dass ihr ohne Druck arbeitet. Also ihr streift einfach nur vorsichtig über das Verdeck und man sieht schon, der grobe Schmutz geht damit ganz gut ab. So, nachdem wir jetzt schon mal das Verdeck grob von Sand und Staub und Pollen befreit haben, ist nun der Rest des Fahrzeugs dran. Dazu verwende ich einen Hochdruckreiniger, um alles einmal abzuspülen. Ganz wichtig ist, dass ihr bei dem Verdeck sehr vorsichtig seid, denn wenn ihr zu nah an das Verdeck kommt, kann das davon beschädigt werden. Also haltet bitte einen Mindestabstand von 50 cm ein. Als nächstes müssen wir das Fahrzeug mit Autoshampoo einschamponieren. Achtung, es funktioniert nicht wie bei menschlichem Haarshampoo, einfach drauf und einmassieren. Nein, ihr müsst es vorher mit Wasser anreichern, also mischen. Das Mischverhältnis findet ihr immer auf der Rückseite. Ich habe mein Autoshampoo angereichert, hatte meinen Autowaschschwamm dabei. Ich empfehle es auch immer, Handschuhe zur Reinigung eures Fahrzeugs anzuziehen, denn gerade solche Sachen wie Felgenreiniger oder so sind nicht sonderlich gut verträglich für die Haut und deswegen sind Handschuhe definitiv ein Vorteil. Auto ist einschamponiert, Zeit uns der speziellen Pflege des Verdecks zu widmen. Hierfür haben wir speziellen Verdeckreiniger. Der lässt sich bei allen Cabrio-Verdeckarten einsetzen und den sprüht man auf, lässt ihn ca. 3 Minuten einwirken und spült ihn dann wieder runter. Besonders stark verschmutzte Stellen können auch nochmal mit einem Schwamm behandelt werden. Übrigens, einige Verdeckreiniger enthalten Verdeckschwärze. Da solltet ihr unbedingt drauf achten, denn wir haben hier zum Beispiel ein dunkelbraunes Verdeck. Würde ich da jetzt mit schwarzem Reiniger dran gehen, naja, ihr könnt euch vorstellen, wie das am Ende aussehen würde. Zeit uns den Felgen zu widmen. Hier haben wir auch eigenen Felgenreiniger und der muss auch kurz einwirken, also einmal einfach schön auf alle 4 Felgen sprühen. Unser Verdeckreiniger hatte jetzt Zeit einzuwirken, Zeit das Verdeck zu reinigen. Bei Stoffverdecken müsst ihr immer in Gewebsrichtung reinigen, bei Kunststoffverdecken in kreisenden Bewegungen. Auch hier verwende ich einen weichen Schwamm und klares Wasser. Nachdem jetzt auch unser Verdeck gereinigt wurde, hatte auch der Felgenreiniger Zeit, ein bisschen einzuwirken. Also können wir uns jetzt dem Reinigen der Felgen widmen. Hier solltet ihr auch definitiv einen eigenen Schwamm für verwenden, denn die Felgen niemals mit dem gleichen Schwamm reinigen, wie ihr das Fahrzeug reinigt. Eventuell habt ihr ja sogar eine eigene Felgenreinigerbürste. So, nachdem wir das Auto jetzt gründlich gereinigt haben, ist es Zeit, alles wieder abzuspülen. So, unser Auto ist abgespült. Zeit also, das Ganze abzuledern und zu trocknen. Bevor wir uns weiter der Pflege des Verdecks widmen können, muss es erstmal vollständig getrocknet sein. Um das Ganze zu beschleunigen, habe ich einen Geheimtipp für euch. Und zwar nehmt ihr dazu ein sauberes, saugfähiges Mikrofasertuch und legt es vorsichtig auf das Verdeck, tupft
sanft drüber und entfernt es. Und das macht ihr am kompletten Verdeck. Wichtig ist, dass ihr niemals reibt oder so. Das könnte gerade bei älteren Verdecken zu Problemen führen, aber durch sanftes Tupfen saugt ihr das Wasser auf und euer Verdeck kann schneller trocknen. Das Verdeck braucht jetzt noch seine Zeit, um richtig zu trocknen. Zeigt also uns der Pflege des Innenraums zu widmen. Also kommt, wir fahren zum Staubsaugerplatz. Auch der Innenraum eures Cabrios wird natürlich beim offenen Fahren in Mitleidenschaft gezogen. Gerade Staub, Pollen, kleine Blüten vor Bäumen oder auch manchmal sogar Regentropfen können eurem Innenraum sehr schaden. Deshalb widmen wir uns jetzt der Pflege des Inneren eures Cabrios. Und wenn wir mal reinschauen, sehen wir schon, der hat es dringend nötig. Also hier Schritt 1, Fußmatten ausklopfen und Innenraum aussaugen. Hydraulisch, deswegen kann man es ein Stück öffnen, um hier aus den Falten noch möglichen Staub zu saugen. Dabei gilt es natürlich zu beachten, das komplette Verdeck nicht ganz zu öffnen, denn ein nasses Verdeck darf nie ganz geöffnet werden. Vor allen Dingen die Sonneneinstrahlung beim offenen Fahren kann den Ledersitzen gefährlich werden. Sie können nämlich dadurch austrocknen und porös und rissig werden. Das wollen wir natürlich verhindern und deswegen benutzen wir Lederpflege, damit das Leder schön geschmeidig bleibt. Die Lederpflege erst gut schütteln und dann etwas auf ein Tuch tragen. Dann vorsichtig in kreisenden Bewegungen einarbeiten. Hier seht ihr, wie gut Verfärbungen zum Beispiel von Jeans gelöst werden können. Übrigens, auch für Stoffsitze gibt es einen speziellen Polsterreiniger. Die Kunststoffteile in eurem Auto möchten natürlich auch gepflegt werden. Ihr kennt es alle. Die Einstiegsleisten sind verschmutzt oder die Becherhalter haben Rand von dem letzten Getränk. Dafür gibt es speziellen Innenraumreiniger. Auch der kann übrigens Farbe enthalten, also Armaturen wieder schwärzen. Das wäre natürlich schlecht für einen nicht schwarzen Innenraum. Weiter geht es mit der Reinigung der Scheiben. Das ist natürlich von außen genauso wichtig wie von innen, denn der Staub kommt ja auch beim Cabrio rein. Eurer Cabrios weiterhin zu gewährleisten, ist vor allem die Pflege der Gummidichtung besonders wichtig. Diese müssen geschmiert werden, damit sie nicht porös und brüchig werden. Wir benutzen jetzt hier eine Gummipflegespray. Die muss man einfach nur auf ein Tuch sprühen und dann vorsichtig auf die Gummidichtung auftragen. Unser Verdeck ist mittlerweile komplett getrocknet und kann weiter geöffnet werden. Nicht nur die Pflege der Gummidichtung ist für die Langlebigkeit entscheidend, sondern vor allen Dingen auch die der Scharniere, damit diese sich immer wieder gut öffnen und schließen. Deswegen sollte man hin und wieder die Scharniere schmieren. Wir sind fast durch mit der Pflege unseres Cabrios. Das Allerwichtigste ist natürlich nach einer gründlichen Reinigung das Verdeck wieder zu imprägnieren, denn nur dadurch ist es wirklich dicht. Man sollte das mindestens einmal im Jahr machen und das natürlich am besten, bevor die regnerische Zeit im Winter losgeht. Wenn man das Cabrio natürlich nur saisonell angemeldet hat, ist es natürlich zum Beginn der Cabrio-Saison entsprechend zu pflegen. Wir haben hier einen speziellen Gewebeimprägnierer, mit dem wir jetzt das Verdeck behandeln werden. Um Spritzer auf die Scheiben zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein kleines Stück Karton dazwischen zu halten und dann natürlich einfach in gleitenden Bewegungen und in ordentlichen Abständen das Produkt auf das Verdeck aufzutragen. Das Ganze kann bei Bedarf ein zweites Mal wiederholt werden, um sicherzustellen, dass man auch wirklich jede Stelle erwischt hat. Wir haben es fast geschafft, wir sind fast durch. Die letzte Pflege gilt aber jetzt dem Autolack, denn der kriegt jetzt auch wieder ein bisschen Liebe und zwar mit ein bisschen Frühwachspflege. Die sprühen wir auf, lassen sie kurz einwirken und polieren sie mit einem Mikrofasertuch raus. So, das war das Video zur Cabrio-Pflege. Unser Lack glänzt, unser Verdeck ist sauber und imprägniert. Somit steht der oben ohne Saison auch nichts mehr im Wege. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Tipps und Tricks mitnehmen für die Pflege eures Cabrios. Den kompletten Artikel zum Thema Cabrio-Pflege und Fahrzeugausmorten findet ihr unten in der Infobox. Folgt auch mir und der Autozeitung gerne auf Instagram und bis zum nächsten Mal.